Jo, und da sind wir wieder. Wir machen weiter. Irgendwie müssen wir unsere Base verteidigen, glaube ich. Wobei die scheinbar lieber der Meinung sind, uns erstmal zu unserem zu unserer Basis wirklich zurückzuschicken. Ich hoffe, das hilft. Dann brauchen wir unser Teufel. So. Dann mache ich noch eine kurze Tour alleine. Weil ich kann das hier gerade überhaupt nicht gebrauchen, dass ihr auch noch mehr Truppen kriegt. Ja. So, jetzt baut ihr das erstmal ab und danach bauen wir das da vorne auf. Genau. Ich bleib erstmal bei meinen Standardeinheiten. Aber ich kann mir meinen Teufelchen schon wieder machen. Take no prisoners. Wo sind wir denn da? Everything in that general direction must die. Bring me their heads. So. Während ihr da hinlauft und das schon mal einnehmt, kümmere ich mich darum, dass wir neue Fans bekommen. Und mit dem meinem Fahrzeug muss ich unbedingt dafür sorgen, dass wir hier weniger gegnerische Fahrzeuge am Rumkurven haben. Die stören nämlich voll. Ja, wir brauchen mehr Fans, das gebe ich zu. Da bist du. Dickes Fahrzeug. So, dann haben wir hier wieder. Oh! Wir haben das freigeräumt. Sexy! Muss man ja mal gar nicht sagen zu. Und die andere Seite ist platt. Sehr schön! It läuft! Okay, it's down again! No, not you two. I thought you were the smart one. Du kennst das Monster schon? Just asking. Das Schlimmste, was einem hier passieren kann, ist die Kurve nicht zu bekommen und den Weg nochmal fahren zu müssen.
give it up. Whatever victories your demon blood grants you will soon be unraveled by your human weakness. Come and see me when you grow a pair as big as your mother's. Hope he's talking about horns. Ja. Das wäre wirklich so. You are making some. Yes! Ich nehme an, ich soll jetzt die Bühne da aufbauen. Ich laufe da nochmal ran, ganz dreist. Ja. Und konnte einfach keine. You guys are my personal honor guard, okay? Stick with me if you want to live. All right, I'm the wiener, you're the bun. Come on over and let's have fun. Ass kickers unite! So, wir dürfen auf keinen Fall hier noch mehr Gegner zulassen. Die kann ich ja jetzt machen, was ich eben vor. Nee, wir müssen erstmal die Priester klären. Heiler sind immer schön zu blenden in den Gegner. Jo. Wir haben keine Truppen mehr. Das ist schlimm. I think my foot soldiers need a little boost. Yep. One shot. Gather round me, warriors. Check. Demon, I will mess around. Habe ich damit irgendwas getroffen? Ich sollte wieder mit dem Fahrzeug fahren. Gut, wir haben das wieder und müssen eigentlich nur noch die Hauptlinie spielen. Da. Und das ist unsere. Und das ist die von Ridiculous. Tja, dann würde ich mal sagen, alle. Annihilate! Bring me their head! Kill them all! Kick some ass! Go get them! Annihilate! Oder wie kommen wir da hoch? Kick some ass! Sieht schlecht aus mit hochkommen. So. Oder müssen wir den einfach nur angreifen? Ass kickers unite!
Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Das war so klar. Das war falsch. Was genau ist hier meine Aufgabe? Vielleicht sollen wir wieder den bauen. Ja, ziemlich sicher sollen wir den bauen. Wir haben jetzt die Wirkelos auch so weit zurückgedrängt, dass er nichts mehr macht. Hier ist nichts mehr. Okay, das ist wirklich unser Zielkreuz. Ich würde gern was sehen. Ja. Ich meine, wir haben nicht unendlich Reichweite mit dem Ding. Lassen wir das Ding hier erstmal spielen und sehen und so. Es sieht schon so aus, als sollten wir hier angreifen. Und hier drauf können wir nicht landen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder landen wir hier drauf, was uns runterschießt. Oder wir sollen wirklich mit einem Bladehenge-Angriff... Steht hier was? Besiege Devicklius und seine Truppen. Ich würde mal schätzen, wir sollen jetzt hier wirklich ranfahren und dann den Teamangriff auf möglichst hohe Distanz machen, um ihn halt zu trennen. General direction must die. Yo. Man, I love this song. Dude, I could use your lighter. Destroy. Oh, dude. Ich weiß noch nicht wie. So how do you think I'm doing? Be honest. Rock Crusher, you make me what feel guys good. Do now? Ja. Haben wir noch irgendwas?
Nicht gemacht, nicht aufgewertet. Ich weiß halt gerade echt nicht, was wir tun sollen. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Bis gleich. Ha. Das war Vollgas. Vollgas drauf zu und gut ist. Son of Sakoria, suckled by the dry teat of man. You are half so many things, I doubt any part of you is whole. Is there even a word for a creature such as you? Yeah, I'm a roadie. I keep the trash off the stage. Yes! Weaklings! Silence! Die! Okay, das war ein kleiner Endkampf. Das analysieren. Not for good effort here. I'm dead. Ja, das blättert natürlich gut. Try again. That was one of my children. Ja, dann schick deine Kinder nicht in den Kampf. Gotta wait for him to cool down. Demon, I will mess you up. Die. Try again. You gathered that one up for parts. For beauty. You only Also, jetzt kann man wenigstens sagen, dass das ein vernünftiger Bosskampf ist. What is happening to me? You have served the coil, but not enough. Silence! Die with... Die with... You think you can hurt an emperor? Okay. You only make me stronger. Oh man. Ich sollte ein bisschen laufen. Why are you screaming? I've had more limbs removed. Good. Was wollen diese Herrchen an der Seite im Bildungskurs von mir? You only make me stupid. Ich mache hier erstmal die kleinen Kinder weg. Ist das okay? Für dich, Ridiculous? Decapitation!
I knew that wasn't the real you. Tonight, we are here to celebrate a great man, a true hero, who fought by our side, who led us to freedom, who believed in us when no one else did. A man who should never be, who will never be forgotten. When Lars Halford fell, the cause seemed lost. But it survived, because there was another great warrior in our midst. Let us not forget the sacrifice and bravery of Leta Halford, everybody! My brother saw goodness in people, even in people for whom I had nothing but suspicion. Now I hope that we can stand together. I hope we can all stand together. For the honor of Bladehenge, for the freedom of its people, and for the glory of its metal! Hey, man. You're missing the party. Oh, yeah. You know, I'm more comfortable back here. Yeah. Oh, here. I got something for you. Aw, Mangus, you didn't have to get me. Hey, wait. This is my tour book. Yeah, I swiped it. And it seems you wrote on it. Well, I wanted to leave you a little note, and then some of the other guys wanted to sign it for you. Don't forget about us, man. Dudes, I'm not going away. I just got a couple errands to run. I'll be right back. You better. I'm not doing the loadout by myself. You don't have to do the loadout at all. We're staying here for good. The tour's over? Yeah, man. The tour's over. We're home now. Good roadie knows his whole job is to make someone else look good, keep someone else safe, help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. If he's doing his job right, you don't even know he's there. Once in a while, he might step on stage just to fix a problem, to set something right.
But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone. Ja, das war's. So hauptsächlich. Also die Story ist durch. Ich finde es schade, es hätte gerne länger sein können. Aber man muss einfach sagen, es ist eine super Sache. Also dieses Spiel lohnt sich. Auch wenn man mit dem Ganzen nichts zu tun hat, also mit weder Rock noch Metal großes Interesse hat, einfach dafür, dass das Spiel so unglaublich lustig gemacht ist und einen so interessanten Aufbau hat, kann man es gerne spielen. Ja, was soll man dazu noch groß sagen? Spielmäßig, klar, gibt es Sachen, die man oder die ich besser anders hätte machen wollen oder mir gewünscht hätte. Aber nichts, was jetzt wirklich den Spielspaß hier so runterzieht oder irgendwie schlecht macht. Als Let's Player muss man sagen, ist schade, man darf die Musik nicht mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das eine Video, bei dem ein Lied gesungen wurde, so behalten darf. Werdet ihr inzwischen gemerkt haben, ob das geht. Ja gut, aber das ist ja weder von Double Fine noch von zum Beispiel Jack Black die Schuld, sondern das ist einfach Umstand mit den Plattenfirmen, dass die da urheberrechtsmäßig unterwegs sind. Und jeder Künstler kann da selber zu stehen, wie er Bock hat. Ja. Was ich mir gerne oder was ich mir gewünscht hätte, was da noch kommen sollte, müsste, hätte dürfen. Der Schnee und der Dschungel wirkten relativ abgehackt. Also es war ein sehr kleines Gebiet, in dem man auch nicht wirklich viel zu tun hatte. Im Schneegebiet hatten wir jetzt wirklich nur, ja, wir lernen Ophelias Truppen kennen. Das war alles, was wir im Schnee gemacht haben. Klar, es passt. Es ist so eine quasi gefrorene Situation. So. Lars ist tot und alles kommt ins Stocken, friert ein und so weiter. Dann im Dschungel so. Ja, nachdem klar ist, dass Eddies Vater schon mit denen gekämpft hat und sie für das Richtige kämpfen wollen, ist das auch wieder geklärt. Aber da fehlt halt was für mich. Man hätte mehr mit dem Dschungel und dem Schnee arbeiten können. Alleine schon, dass diese Fraktion jetzt dann neu dazukommt, ist ja eine große Sache quasi. Also sowohl die Feuerfürsten als auch die Zaulin, also die Mädels, hätten doch durchaus mehr Auftritt haben können. Beziehungsweise. Ja. Aber das ist all jetzt right, wirklich so. Now that that business is over, just a couple other loose ends I'd like to tie up. Seelenküsser. Schmerzbefreier. Zuallererst müssen wir in die nächste Motorenschmiede. Das bleibt mal so nicht aus. Es gibt da einen Erfolg, den ich gerne machen möchte. Und da könnt ihr auch gerne bei sein.
Da ist sie. Ja, das können wir jetzt noch machen. Wir können aber auch hier hinten noch die ganzen Schleichangriffe und alles machen. Werde ich garantiert nicht in einer Folge tun. Weil Schleichangriffe sind meist so, die kommen an, Face Melt, zwei, drei Gegner umkloppen und Ende. Aber wir haben jetzt noch eine Sache, die ich unbedingt machen muss. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge ist. Every time you come back, there's another fucking scratch on that beautiful car. Metal noise, blood and fire. How about some fighting secrets? Ja, Zaulia. Das haben wir die ganze Zeit an. Black Metal ist so eine Sache. Bergmenschen Outfit brauchen wir jetzt. Okay, see you later, Guardian. Ich würde mal sagen, da ich ziemlich lange gesucht habe und alles, können wir auch erstmal hier einen Cut machen. Sagen wir, das Spiel ist durch. Ich fahre jetzt nochmal zum Primärquest-Abschluss. Wenn das überhaupt geht. Und mal gucken, ob wir dann noch eine kleine Videosequenz oder sowas bekommen. Danach können wir natürlich noch weitermachen mit Geheimnissuche und Goodies und anderen Sachen. Naja, aber hier ist nichts mehr. Also zumindest nichts für mich Ersichtliches, was wir noch machen könnten, sollten. Gut, dann würde ich mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und eventuell seid ihr bei den Bonusparts noch dabei, die wir genau jetzt in Angriff nehmen. Bis dahin, tschüss!